Gregor, mein Freund, die Situation, die jetzt geht, die Welt unter, überleben wir als Menschheit, wie siehst du das? Ja, wir leben gerade in einem großen Veränderungsprozess. Wir sehen ja das täglich, dass Aspekte, die vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen noch gültig waren, in Österreich keine Gültigkeit mehr haben. Wir sind in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aus welchen Gründen auch immer. Und das Wirtschaftssystem ist auch gerade in einem tiefgreifenden Wandel. So. Das heißt, es scheint so, dass die unter Anführungszeichen alte Welt oder bisherige Welt sich ganz langsam auflöst oder manchmal auch schneller auflöst. Und das ist für jeden sichtbar und Veränderung bringt Angst. Für manchen auch Panik. Ich sehe das anders. Ich sehe Veränderung als große Chance. Und da gilt es dann ganz klar mitzugestalten. Die Veränderung, da kann ich teilhaben oder ich kann als Passagier zuschauen. Ich bin da eher einer, der gerne mitgestaltet. Und so habe ich das Gefühl, es wird von uns abhängig sein, wohin die Richtung geht. Wollen wir jetzt wirklich endlich kleine Strukturen in den Gemeinden haben? Erkennen wir, dass Zusammenarbeit wichtiger ist als Konkurrenz? Ist es uns wichtig, lokale Lebensmittel zu haben, biologische Lebensmittel zu haben? Ist es uns wichtig, unser Immunsystem zu stärken und gesund zu bleiben, dass wir in Zukunft vor solchen Viren keine Angst mehr haben zu brauchen? Vieles, vieles mehr. Die Entscheidung beginnt immer bei jedem Einzelnen im Herzen. Gregor, was sind konkret jetzt die wichtigsten Schritte in der Phase, wo vieles ungewohnt ist, wo es am Loslassen geht, also eine Situation, die für uns extrem fordernd ist? Was sind so die nächsten Steps jetzt, die nächsten Tage, Wochen? Wie kann man gute Energie aufbauen? Hast du da einen Rat für die Leute? Angst lähmt, Panik lähmt und führt dazu, dass ich keine klare Entscheidung treffen kann. Das heißt, ich nehme mich da immer raus, gehe dann auch in die Stille und in die Ruhe und mache meine Spaziergänge im Wald, ich gehe in die Natur. Ich glaube, dass jetzt die Verbindung mit der Erde wichtiger ist denn je, denn ich erkenne, ich bin Teil der Erde und das neue System, eine neue Ordnung unseres Wirtschaftssystems wird erdenbasiert sein. Das heißt Teil der Erde. Und wenn ich etwas als Teil der Erde gestalten möchte, dann gilt es einmal, die Erde überhaupt erst einmal zu kennen. Und was gibt es da Besseres als einen Spaziergang in der Natur, weit weg vom Fernseher? Also das ist einmal der erste Schritt, wieder mir meine eigene Macht zu nehmen und zu mir zurückzukommen und mich kennenzulernen und die Erde und daraus dann Handlungen setzen. Von der Wirtschaftsseite her ist ja aus meiner Sicht berechtigt die Angst. Wir haben im Moment in Österreich ungefähr 10% Kreislaufwirtschaft laut FH Buch, also riesige Ressourcen. Wäre das jetzt ein Ansatz für Unternehmen, dass er sagt, wie orientieren wir das Unternehmen natürlicher? Wo schaffe ich natürliche Ressourcen, wo eben Produkte daraus resultieren? So ist auch wieder Ansatz, was kann ich jetzt tun? Weil vieles wissen wir, wird nicht mehr Bestand haben. Aber wo war jetzt die Orientierung? Weil letztlich geht es ja bei Unternehmen immer noch um die Bilanz, es geht um den Cash, es geht um die Einnahmen. Du hast Wirtschaft studiert, warst da drinnen. Das verstehe ich schon, dass jetzt einmal, wenn das alles zusammenbricht, sage ja, wie ernähre ich denn meine Familie? Was passiert mit den Mitarbeitern? Wie kann man da eine Struktur jetzt einbringen, gerade in der Geschwindigkeit, die jetzt da ist? Ich glaube, jetzt kommt ein neues System, das heißt regionales Wirtschaften mit Offenheit nach außen, Weltoffenheit. Also wir kennen ja protektionistische Wirtschaftssysteme, die sich komplett abschotten. Das wird nicht der Weg sein, sondern es geht wieder regionale Kreisläufe zu schaffen. Das heißt, wieder in der Gemeinde zusammenzuarbeiten. Deswegen finde ich diese Initiative Bewusst gemeinsam leben, gerade in diesem Augenblick, wohl eine der wichtigsten Initiativen, die es in Österreich gibt und auch eine der richtungsweisendsten. Das heißt, regional zusammenzuarbeiten, zu schauen, was für Ressourcen
was für Möglichkeiten habe ich schon in meiner Gemeinde, aber auch dann weiterzugehen über die Gemeinde hinaus. Wie kann ich mit anderen Gemeinden, mit anderen Wirtschaftstreibenden in der Gegend zusammenarbeiten? Wie kann ich meine Landwirtschaft wieder so gestalten, dass sie im Einklang mit der Erde ist, dass wir gesunde Lebensmittel erzeugen, die unser Immunsystem stärken und unsere Gesundheit stärken? Wichtiger denn je. Es wird im Augenblick nur von dem Virus gesprochen und kaum jemand spricht davon, wie wichtig es ist, das Immunsystem zu stärken, weil wenn ich ein starkes Immunsystem habe, dann fällt der Virus auf einen Boden, wo er nicht gedeihen kann und ich bleibe gesund. Das heißt, das wird jetzt wichtig sein, aber ich sehe darüber hinaus, dass es ganz wichtig ist, also offen zu bleiben für die Erde und für die ganze Welt und sich jetzt nicht abzuschotten und zu sagen, okay, ich schließe alle meine Grenzen, ich arbeite mit den anderen nicht mehr zusammen. Es geht, das neue Wirtschaftssystem wird nur mehr bestehen durch Kooperation und durch eine Zusammenarbeit. Das Konkurrenzdenken, das Wettbewerbsdenken, das uns so geprägt hat, das verschwindet. Wer an dem festhält, wird mit dem zusammen verschwinden. Wenn ich auf einem sinkenden Schiff sitze und nicht vom Schiff runtergehe, dann gehe ich mit dem Schiff unter. Erst wenn ich bereit bin, okay, das Schiff geht unter, ich sehe dort vorne eine Insel, ich schwimme zu der Insel hin, dann kann ich dort wieder was Neues starten. Und genau um dieses Bild geht es jetzt. Alle, die an dem Alten festhalten wollen, werden mit dem Alten untergehen. Die bereit sind, neue Wege zu gehen, werden neue Wege gehen. Und da bietet meiner Meinung nach bewusst gemeinsam Leben seit 10 Jahren einen wunderbaren, genialen Wegweiser. Wir sind ja bis dato nicht so wahrgenommen worden. Bewusst gemeinsam Leben hat sicher jetzt eine ganz andere Qualität, was wir uns ja auch wünschen. Und ich glaube, das ist die größte Ressource der Mensch und die Potenziale. Wir haben in der Vergangenheit oft gehört, was kann ich schon gut, wo soll ich was einbringen. Also die positive Schwarmintelligenz, dass da wirklich aus der Masse heraus Neues kreiert wird, glaube ich, ganz eine große Chance, wenn man uns besinnt. Ich habe einen Beitrag, auch ich kann was Besonderes und ich kann einen guten Beitrag in dem Sinn leisten, dass es in eine gute Zukunft geht. Das, glaube ich, wäre also ein ganz, ganz ein wesentlicher Faktor. Auch bei uns, wo wir ja die erste lebenswerte Gemeinde schaffen, der Termin war geplant, werden wir jetzt verschieben, dass wir wirklich einmal so eine Gemeindezelle haben, wo wir sagen, die Schwarmintelligenz, dieses Miteinander, dieses Achtsame mit einem tollen Bürgermeister, in dem Sinn ist ganz, ganz viel gestaltet, vom Kleinen heraus und, wie du ein paar Mal betont hast, eben die Regionalwirtschaft, wo haben wir die eigenen Ressourcen und auf die fokussieren wir. Und was ich halt auch mir so wünsche und was in der Vergangenheit auch ein Thema war, ist immer dieses Zerreden und immer die Risiken zu sehen und immer, was nicht geht. Und es ist aber nur, wenn man es tut, sehe, was funktioniert. Und ich zitiere dich ja oft, der Weg entsteht im Gehen. Und das ist immer einmal einladen. Gehen wir einmal und dann sehen wir. Und wir können ja korrigieren. Es wird vieles nicht funktionieren, aber können wir korrigieren. Und wenn das immer nur ein theoretisches Konzept bleibt, ja, dann wird das keinen echten Nutzen in dem Sinn bringen. Also das ist jetzt spannend und auch die Gespräche, die ich jetzt führen darf, ist so viel Vertrauen, irgendwo sogar eine Befreiung. Natürlich ist es eine Herausforderung für viele Menschen, Immunsystem und all diese Dinge, was da passiert. Aber wenn man sie da rausnimmt und lässt, glaube ich, war auch die Empfehlung, dass man auch in diesen Massenmedien nicht untergeht, und sondern sehr wohl was Aufbauendes in dem Sinn schafft. Ich glaube, es geht ganz klar um Selbstdenken. Das bestehende Wirtschaftssystem hat für uns gedacht, hat uns gesteuert, die Regierung hat uns Vorschläge gegeben. Jetzt geht es wieder darum, selbst denken und die Initiative selbst in die Hand zu nehmen. Und dieses neue Wirtschaftssystem, von dem ich da vorher gesprochen habe, das wird es nur dann geben, wenn wir das umsetzen. Das wird nicht von selbst kommen. Nicht, weil es zusammenbricht, das Bestehende wird dann automatisch das andere kommen, das ich skizziert habe. Es kommt nicht von selbst. Ja? Es kommt dadurch, dass jeder von uns Initiative ergreift. Und du hast es schon erwähnt, was kann ein Mensch tun? Ja, ein Mensch kann sich selbst verändern. Also ich kann jeden Augenblick selbst den ersten Schritt setzen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil in dem Augenblick, wo ich selbst den Schritt setze, übernehme ich für diesen Schritt auch Verantwortung und kann nicht mehr sagen, der andere ist dafür verantwortlich, sondern ich selbst bin für diesen Schritt verantwortlich. Und aus dieser Eigenverantwortung heraus handle ich. Und was für mich ganz klar ist, und ich wiederhole es,
Wir brauchen die Verbundenheit mit der Erde. Wir leben auf diesem Planeten. Wir sind Teil dieser Erde. Das heißt, das neue Wirtschaftssystem ist eingebettet in diese Erde. Und wenn ihr meinen Zettel zur Hand nehmt und einen Stift und Erde aufschreibt auf Englisch, das ist Earth. Es funktioniert eben nur in Englisch. Und wenn man dann das H von Earth hinten vorn hinsetzt, wird es Heart, das Herz. Das heißt, die Erde braucht Herz und wir auch alle brauchen Herz. Und in das Herz können wir gehen, wenn wir Vertrauen haben, aber nicht, wenn wir in Panik und Angst sind, wenn da besteht dann die Gefahr, dass wir völlig falsche Entscheidungen treffen. Und genau das ist jetzt unser Ansatz, positive Energien zu bündeln, mehr und mehr Menschen einzuladen, gemeinsam zu wirken und wirklich zu schauen, wo ist unsere Gestaltungsmacht, die sehr, sehr groß ist. Gregor, ich würde das ganz, ganz gern so stehen lassen, war schon ganz viel dabei an Impulsen, vielleicht eins abschließend noch. Wir haben ja so als Leitbild haben wir ein Puzzle. Und wenn ich halt 10 oder 100.000 Puzzeln habe, wenn eins fällt, ist es nicht ganz. Und das könnte so ein bezeichnendes Bild sein für ja, ein braucht jeden. Braucht jeden. Gregor, mein Freund, vielen, vielen Dank. Bis bald. Danke.